Speziell für Sie. Oh, danke sehr. Ah, in die Puppe geweint, ja. Zeig mal. Zeig mal her, wie sieht's denn aus? Streng geheim. Tatgenossen, hier ist doch noch ein Platz frei. Ja, bitte. Danke, Genosse Stabsgefreiter. Was ist denn das für eine? Weiß nicht. Irgendeine wird's schon sein. Wie war der Urlaub? Na? Der Urlaub? Wie ein Flatterhemd. Kurz und schön. Und wie wär's denn hiermit? Bitte. Dankeschön. Ist hier noch jemand zugestiegen? Ja, bitte. Bitte. Nach Zarentin, in Ludwigs Lust umsteigen. Ich weiß. Bitte? Dankeschön. Was denn, Sie fahren auch nach Zarentin? Ja, natürlich. Wird hier noch was zu trinken gewünscht? 5 Pilsner für die Landesverteidigung. Ja. Macht 6,35 mit Flaschenpfand. Danke. Na komm, lang mal so ein Ding. Weiter? Ja, ich werde. Was los? Ja. Stepso, komm mal nachher noch mal vorbei. Geht klar, Herr Oberst. Was denn? Sie sind Oberst? Nein, nein. Genosse Oberst. So weit habe ich es noch nicht gebracht. Sie wissen ja. Die Kellner und so, nicht? Na denn, Genossen, auf den nächsten Urlaub. Ja, ja. Los. Urlaub wird es so bald nicht wieder geben bei uns. Nun, nun, Genosse Wächter ist doch sonst in dieser Hinsicht ganz korrekt. Was denn, Sie kennen unseren alten, unseren Kompaniechef? Bestimmt schon etwas länger als Sie, Genosse Stabsgefreiter. Sie sind doch höchstens 4-5 Wochen in Zarentin, stimmt's? Woher wissen Sie das nur wieder? Berufsgeheimnis, streng geheim. Gesichter einprägen gehört zu meinem Beruf. Ihr kann dich noch nicht. Na, was ist denn nun mit den Urlaubsaussichten? Schwierigkeit? Ja, unser Alter tut schon, was er kann, aber im Moment hat er große Sorgen. Aha, wohl wieder Schwierigkeiten mit der alten Mühle. Fahren Sie etwa deshalb nach Zarentin? Tja, so fragt man Leute aus. Ich kenne jedenfalls eure Schwierigkeiten. Was können Landeier schon für Schwierigkeiten haben? Da musst du mal zur Marine. Mauer und Schutzstreifen gibt's auf dem Wasser nicht. Und die Wellen lassen sich auch nicht glatt haken. Mann, du hast ja keine Ahnung. An der Grenze müssen Männer stehen. Mit Schwimmen und so ist da nichts. Da brauchst du Nerven, so. Radar hilft da nicht viel. Na, wie ist es? Ja! Immer ja, wieder! Ja, ja. Rein! 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 Ich will die Sache ganz genau erklären. Also fangen Sie auf. Hier geht's nach Grenzstreifen. Und hier stehen wir dahinter. Na, wie wär's nochmal? Ja! Aber nochmal wiederkommen! Moment, ich will die Sache ganz genau erklären. Also passen Sie auf, hier geht unser Grenzstreifen. Und hier stehen wir dahinter. Und auf der anderen Seite, da steht der Gegner. Aber kein Mensch, was? Also nochmal zu, passen Sie mal auf.
Sohn Ludwigs Russ. Ja. Ja. Also ich würde es jedenfalls an der alten Mühle so machen und wir wären aus dem Schneider raus. Ja. Ja. Ihr Vorschlag ist gut, Genosse Stabsgefreiter. Ich will mal Genosse Wächter darüber sprechen. Nein, vielleicht... vielleicht oh, schnell unser Anschluss. Hören Sie mal. Wunderbar. Morgen. Morgen, Herr Hauptmann. Morgen. Chef Kunzer. Ja, komme gleich. Na, das wurde auch mal Zeit mit Ihrem Hartwig, oder so Stabsgefreiter. Mhm. Guten Morgen, Herr Hauptmann. Guten bitte Morgen. Nehmen Sie doch hier Platz. Was darf es denn heute sein? Hartstein, bitte. Bitte nehmen Sie doch Platz. Danke. Nun, Herr Hauptmann, geht's Ihnen noch kaum. Danke. Alles in Ordnung, Meister? Danke, Genosse Hauptmann. Marschiert alles wunderbar. Na, Sie haben aber auch wirklich nette Jungs in Ihrer Kompanie. Da hat mir doch neulich der Stabsgefreite Schlick einen tollen Vorschlag unterbreitet. Messerform oder Fasson? Fasson, Meister. Fasson. Der Stabsgefreite Schlick hatte den Vorschlag, an der alten Mühle einen D-Punkt einzubauen und einen pendelnden Doppelposten mit Hund einzusetzen. Dann wäre die Grenze auch an dieser Stelle dicht. Wir hätten keine Sorgen mehr. Scharf nachwaschen? Nicht nötig. Das wird in der Kompanie besorgt.